Wenn die grüne Woche nicht zu uns kommt, gehen wir mal raus und schauen, wie entstehen denn eigentlich unsere Lebensmittel. Hier der Rebschnitt, das ist eigentlich die Arbeit des Winzers, die er den ganzen Winter über macht. Die Pflege und der Aufbau des Stockes ist der Garant für einen tollen Wein und einen tollen neuen Jahrgang. Wir sind heute bei dem wunderschönen Wetter hier in Mecklenburg-Vorpommern bei den Brüdern Reimann. Als Jagd- und Forstpolitischer Sprecher habe ich mir heute mal vorgenommen, uns das Revier hier mal anzusehen. Wir haben eine Kulturlandschaft und wir Menschen, wir müssen einfach ein bisschen eingreifen, um ein gesundes Gleichgewicht zu erhalten, um am Ende dann auch einen klimastabilen Wald zu haben. Ich bin heute hier auf einem sehr innovativen Familienbetrieb in Bayern. Bin gespannt, wie der Betrieb wirtschaftet und wie auch die Zukunft ist. Aus unserer Sicht wichtig ist die Riegelbesteuerung, die jetzt kommt, die wird uns relativ viel Geld kosten. Ich bin heute mit meinem Team hier im schönen Sassnitz unterwegs. Wir machen uns heute ein Bild von der Situation der Fischer hier an der Ostsee. Meiner Meinung nach sollte jeder Fisch einmal wenigstens geleicht haben, bevor man den überhaupt mitnimmt. Deswegen entweder das Schonmaß weiter nach oben setzen, um die mitzunehmen, und dann gerade auch die größeren für die Genetik auch mal ruhig wieder freilassen. Wir kochen mit den Sachen, die es jetzt hier vor Ort gibt. Also ganz bewusst regional. Genau. Für mich ist es auch Lifestyle, so kann man bald sagen, dass man die auch kennt, dass man mit denen ins Gespräch kommt, wie er es macht, warum er es macht.